David verschwand in der Nacht vom 17. auf den 18. März 2018. Am 24. März wurde er mit zahlreichen Wunden tot in einem Abwasserkanal mitten in der Stadt gefunden. Auf der Pressekonferenz der Behörden, die nach dem Fund des Toten einberufen wurde, wurden sowohl die falsche Todesursache angegeben als auch widersprüchliche Angaben dazu, wie lang David im Wasser lag. David wurde außerdem kriminalisiert, aber all diese Vorwürfe mit dem Ziel, David zu diskreditieren, stellten sich später als falsch heraus. Seit über 8 Monaten gibt es tagtäglich Massendemonstrationen in Banja Luka, weil es offensichtlich ist, dass die Behörden etwas vertuscht haben, wobei völlig ungeklärt ist, wo sich David aufhielt, nach seinem Verschwinden, wo er gefoltert, vergewaltigt und zu Tode geprügelt wurde.